Wie können wir helfen? Diese Frage haben sich im Jahr 2013 drei Schüler des Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums gestellt. Ihre Antwort? Ein Benefizkonzert zur Unterstützung des Baus von Schulen in Afrika. In kompletter Eigenregie trommelten die drei Musiker eine Band und einen Chor zusammen und studierten zur Weihnachtszeit Musikstücke von Bach bis Michael Jackson ein. Teil des Projekts war die Aufnahme des Songs Do They Know It's Christmas im Original von Band Aid. Die Aufnahme, dafür haben wir uns die Hilfe vom MGF geholt, von unserer Schule damals noch. Und da haben wir dann gesagt, hey, wir brauchen mal ein paar Schüler zum Aufnehmen von einer CD, von einem Benefizsong. Und dann haben wir voll aufgefahren und haben die Turnhalle zum Tonstudio gemacht und haben da einfach mal 300 Schüler reingesteckt und haben das Do They Know singen lassen, den letzten Refrain. Das war ziemlich mächtig. Der Anklang war groß. Lukas Gröbel ist noch immer überwältigt. Also das erste Konzert war eigentlich ein riesiger Erfolg. Wir haben mit dem Konzert so viel Geld eingespielt. Wir haben es eigentlich gar nicht geglaubt. Die Stimmung war super. Die Leute waren auch bei der Musik dabei, die Musik war gut und insgesamt hat sich das Konzert auch weit rumgesprochen. Also auch Menschen, die nicht da waren, die nicht kommen konnten, haben danach unsere Live-DVD gekauft, was auch noch mehr Geld einbrachte. Und wir haben es ja wirklich geschafft, in dem Jahr, in dem ersten Jahr, über 3000 Euro zu erwirtschaften, woran wir nicht geglaubt hatten. Rund 4.000 Euro konnten im darauffolgenden Jahr gesammelt und der Welthungerhilfe übergeben werden. Unterstützt wurde damit der Bau eines Mädcheninternats in Mosambik. Zudem wurde dieses große Engagement von den Kulmbacher Service Clubs mit dem Kulturpreis 2015 ausgezeichnet. Diese Ehrung ging vor allem an die vielen Schüler, die sich neben Schule und Unterricht ehrenamtlich für das Projekt betätigten. Diese wunderbare Urkunde wird jetzt überreicht an PlayStation und Projekt. In diesem Jahr organisieren die mittlerweile ehemaligen Schüler gemeinsam mit Jugendlichen aus dem Kulmbacher Raum zwei neue Konzerte. Finanziell wird ihnen von lokalen sowie überregionalen Sponsoren unter die Arme gegriffen. Die Proben laufen auf Hochtouren. Das ist nicht derselbe Lauf. Aufgrund der akuten Krisenlage geht das Geld in diesem Jahr an die Flüchtlingshilfe. Der Chorleiter Lukas Roth will die gesammelten Gelder an die Initiative Kulmbach ist bunt weiterreichen. Wir haben lang überlegt und viele Möglichkeiten diskutiert. Zum einen hatten wir erst im Blick, unser Geld so zu investieren, dass wir direkt damit bekommen, was mit dem Geld geschieht. Kulmbach ist bunt entstand aus einer kleinen Initiative. Auf kurzfristige Anfragen hin packen sie an, wo Not am Mann ist, oder sammeln besondere Sachspenden. Bildung war uns in den letzten Jahren ja ein sehr wichtiges, großes Thema. Deswegen passt uns das sehr gut, dass es auch wieder um minderjährige Flüchtlinge geht, also von Jugendlichen für Jugendliche. Also wir möchten weiterhin im Großen dazu helfen, dass Kulmbach und der Großraum Kulmbach als gutes Beispiel im Bereich Asyl vorangeht. Also wie gesagt, wir haben hier in der Bevölkerung fast ausschließlich positive Resonanz. Ich denke, das kann man wirklich stolz sagen. Wir können mit gutem Beispiel vorangehen und wir möchten natürlich dann auch für die Asylsuchenden, die dauerhaft bei uns bleiben, die Integration vielleicht ein bisschen leichter machen, Hemmungen abbauen, erste Brücken finden, erste Kontakte herstellen und einfach eine offene Plattform bieten für Menschen, die einfach mal aufeinander zugehen möchten. Ich denke, so kann man das im Großen und Ganzen zusammenfassen, ja. Die Organisation hilft vor allem minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen. Das äußert sich in Hilfe bei der Betreuung, Integration und Förderung. Untergebracht sind die Jugendlichen in der AWO Kulmbach.
Wer Kulmbach ist bunt unterstützen will, kann auf www.facebook.com/kulmbachistbunt mehr erfahren oder die Konzerte besuchen. Am 10. Dezember findet das Benefizkonzert in der Auferstehungskirche der Kulmbacher Bleich statt. Das zweite Konzert ist am 12. Dezember in der Trebgaster Kirche. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Weitere Infos gibt es unter www.benefizprojekt-kulmbach.de oder auf www.facebook.com/benefizprojekt.